echoes of your words crashing into me. Drown me in your lies, and there's no way to breathe. And my walls are what keep you down. I am safe without the sound of you now. It's getting colder, and I'm the storm that's taking over. Danke, Bella. Bitte sehr, mein Schatz. Antonio, wie war die Schule heute? Ganz in Ordnung. I met her at a truck stop. I was playing guitar. I still remember the way she climbed out of a car. I said, hey guys, have you seen that girl? Did you see her smile? Just her. And I said, hey guys, have you seen that girl? Did you hear my heart stop? 'Cause it just stopped. The band was really rocking, but I couldn't go on. My fingers were stopping 'cause she was all. Как дела, жена? Хорошо, как у тебя? Нормально. Работал. Очень трудно было. Деньги не получил больше. Шеф дебил, как всегда. Хорошо. А Юля, как у тебя же дела? Хорошо? Молодец, учи. Жена холодная. Все, я иду спать. Хочу уже, надоел мне все. Полин. Учи, молодец. Мама, у меня друг, я люблю его. Бля, я давно догадывалась, что у тебя есть друг. Но ты знаешь, папа будет очень-очень злой, если узнает. Смотри ему, не скажи. Ты знаешь, сначала важно получить образование, получить хорошую работу, и только потом можно строить отношения. Ich weiß, ich werde ruhig sein. Ich werde nicht Papa sagen. Ja. Ja. Fabio Bambino. Papa sucht dich ganz aus. Was Hallo, mein Sohn. Hi. Du hast eine Freundin, habe ich gehört. Ja. Warum? Ich weiß nichts davon. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Nicht dran gedacht hast du. Ich habe was für dich. Kennst du das? Du brauchst das. Ja. Italienische Gele, große Sorte. Kleine Mann, große. Wie heißt dein Freundin? Julia. Oh, Julia. Wann lernen wir kennen? Bestimmt die nächsten Wochen. Oh, ich freue mich, mein Sohn. Du bist genau wie ich, Freundin, ganz früh. Eltern haben dich und deine Familie zum Essen eingeladen. Das geht nicht. Ja, warum? Meine Eltern sind sehr konservativ. Okay. Also, die wissen auch gar nicht, dass ich einen Freund habe. Die kennen mich gar nicht? Die wissen gar nicht, dass es mich gibt? Nein, die würden direkt ausrasten. Mein Vater, der will mich umbringen. Die sagen, ich darf erst mit 18 einen Freund haben. Ich bin ja erst 13. Ich dürfte erst in 5 Jahren einen Freund haben. Und da muss ich ihn direkt heiraten. Heiraten? Ja. Das ist extrem. Ich weiß. Also klappt das nicht, dass wir unsere Eltern kennenlernen? Schatz, nein, auf gar keinen Fall. Okay.
wir schaffen das schon. Okay. Wann ist endlich soweit? Wann lerne ich Schwiegereltern kennen? Erstmal gar nicht. Wie erstmal gar nicht? Die wollen nicht, dass die einen Freund hat. Warum wollen die nicht, dass die Freund hat? Wissen die nichts von dir? Nein. Warum? Sag, warum? Weil die wollen das einfach nicht, die sind viel zu streng mit ihr. Die wollen das, wenn sie 18 ist, dass... Ist sie keine Italienerin? Nein. Wie nein, mein Sohn? Sie kommt aus der Ukraine, die ist vor 2 Jahren... Ukraine! Wie kannst du mich enttäuschen, mein Sohn? Italiano! Vielleicht übertreibt man sich mit den alten Traditionen. Außerdem ist Mama auch eine Holländerin und keine Italienerin. Was redest du, alte Tradition? Deine Mamas Opa war Italiener. Wir haben nach 2 Wochen geheiratet. Wie glücklich. Sagst du mir jetzt, wann treffen Familie? Erstmal gar nicht. Erstmal gar nicht. Hörst du, Papa Mario? Ich sage, keine Familie, keine Pasta, keine Julia. Basta. Diese brauchst du auch nicht. Ist dein Ernst? Ich bin 14, ich bin schon fast erwachsen, ich kann selber entscheiden, was ich mache. Diese blöde Tradition, Italienerin heiraten. I ain't never wanna stay true. Telling you it's hard, don't say you never knew, babe. Say you never knew, baby. You can't love me, no. You can't love me, no, no, no. Привет, дочка, как дела? Вкус. Хорошо. А что ты читаешь? Бабло. Бабло. Интересно, да? А что это? Die Pille? Ja, ich habe eine. Du alter Kumata-Schlappi! Du alter! Du alter! Du rentiert mein Rasen! Du! Takaya Maladaya! Сколько лет тебе? С ума сошла! Ты её так гадость! Боже мой! Боже мой! На старость! Боже мой! Kann man nicht sagen, dass wir uns wegen unseren Eltern trennen müssen. Mein Vater würde das niemals akzeptieren und er würde mich noch mehr schlagen. Man akzeptiert das auch nicht, weil er deine Eltern nicht kennenlernen kann. Wir müssen Schluss.